Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Ich dachte, ich zeige euch mal eine Morgenroutine von uns wieder. Leo möchte langsam raus aus seinem Bett. Es ist jetzt gerade 7.09 Uhr und genau, das allererste, was wir machen, ist uns einmal kurz schnell anziehen und dann mit Leo raus. Am liebsten würde ich noch ein bisschen weiter schlafen, aber das geht nicht. Wir haben nämlich etwas Besuch da und zwar ist meine Schwester da und ja, sie muss demnächst zur Schule, deswegen gehen wir sie jetzt nochmal ganz kurz wecken. Ich habe oben schon mal das Licht angemacht. Ich weiß aber nicht, ob sie das bemerkt hat. Okay. Sie ist wach. Nala ist übrigens auch da. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hier wird erstmal Leo begrüßt, also guten Morgen auch von mir. Oh, morgens will er immer so viel kuscheln. Komm her. Bisschen juicy. Ich hoffe, man erkennt etwas. Es ist noch nicht ganz so hell, aber ich habe mir jetzt einfach mal so einen Pullover übergeworfen und auch eine Jogginghose. Und jetzt geht das allererstes raus, weil Leo muss dringend sein Geschäft erledigen. Nala nehmen wir übrigens mit raus und Angelina duscht währenddessen. Einmal, die freuen sich gerade. Das Wetter heute ist einfach so toll, nachdem es gestern einfach geschneit hat. Hier scheint jetzt gerade richtig schön die Sonne rein. Auf jeden Fall ziehe ich mir jetzt was anderes an, weil wir gleich schon los müssen. Ich fahre Angelina dann zum Bahnhof und von da aus fährt sie mit dem Zug weiter zur Schule. Ich habe nur immer das Problem, dass ich nicht weiß, was ich anziehen soll. So, das passt erstmal. Ich ziehe mich später wahrscheinlich sowieso noch ein paar Mal um. Wir benutzen jetzt nochmal schnell Sonnencreme, weil wir gleich auch schon los müssen. Mein Gesicht ist jetzt erstmal gepflegt und gleich, wenn ich wieder da bin, sind auf jeden Fall nochmal meine Haare dran. Ich habe für Angelina jetzt nochmal Essen gemacht, was sie mit zur Schule nehmen kann und jetzt fahre ich sie einmal los und dann geht es gleich weiter mit der Morgenroutine. So, ich bin wieder zu Hause. Mein Gesicht habe ich vorhin ja schon gepflegt und jetzt sind meine Haare dran. Dafür nehme ich mir vor allem morgens immer sehr, sehr viel Zeit, egal ob Haut oder Haare. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist so meine Self-Care-Time am Morgen, womit ich dann nachher entspannt und gemütlich in den Tag starten kann. Ich benutze jetzt als allererstes das hier. Das ist das Vanilla Elixir hier von Pomelo. Ich habe das jetzt hier in meine Hände verteilt und gehe da einfach ganz vorsichtig durch meine Spitzen durch. Gestern habe ich ja schon meine Haare gewaschen und gestern habe ich dann die drei Produkte hier benutzt. Zuerst habe ich diese Maske hier von Pomelo benutzt. Das ist die Vanilla Boost Maske. Die habe ich einfach vor dem Waschen in meine trockenen Spitzen gegeben und dann 30 Minuten einwirken lassen. Und dann habe ich das Ganze mit dem Pomelo Shampoo ausgewaschen. Das ist übrigens ein mineralreiches und tiefenreinigendes Shampoo. Ich habe es einfach ganz gewohnt einmassiert und dann ausgewaschen. Und zum Schluss habe ich dann noch den Conditioner benutzt, den habe ich einfach in meine Längen und Spitzen gegeben, dann so etwa 3 Minuten einwirken lassen. Kann man aber auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr einwirken lassen. Und jetzt habe ich nochmal eine Vorheraufnahme von meinen Haaren für euch. Und so sehen meine Haare jetzt aus. Sie sehen richtig schön gepflegt und weich aus. Sie fühlen sich auch richtig schön weich an. Die Produkte sind übrigens vegan und frei von schädlichen Silikon, haben dafür aber ganz viele natürliche Öle. Unter anderem ist auch Kamillenblüte enthalten. Das wirkt entzündungshemmend, kann man also auch richtig gut bei Schuppen und trockener Kopfhaut benutzen. Das ist auch eigentlich schon so meine Haarroutine. Nach etwa 2 Tagen glätte ich dann hier vorne meine Strähnen etwas, weil ich diese immer hinter mein Ohr mache. Und damit die wieder gerade sind, glätte ich die dann etwas. Aber ihr könnt jetzt gerne mal in die Infobox gucken. Dort findet ihr einen Link zu Pomelo. Ich habe auch einen Rabattcode für euch und zwar lautet der Chrissy YouTube. Also den könnt ihr auch sehr, sehr gerne benutzen. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Produkte von Pomelo schon kennt. Für uns gibt es jetzt Frühstück und es gibt nicht irgendein Frühstück. Es gibt das geilste Frühstück ever. Wir haben nämlich gestern Pizza bestellt und das, was übrig geblieben. Und das essen wir jetzt zum Frühstück auf. Ich zeige euch mal die Pizza, die sieht so lecker aus. Und zwar sieht die so aus. Von der Menge ist noch gut was übrig geblieben und das werden Max und ich uns jetzt zum Frühstück teilen. So Pizza vom Vortag immer gut. Guten Appetit. So, wir haben gerade das Chaos in der Küche aufgeräumt, beziehungsweise ich und Max hat währenddessen dann die Wäsche aufgehangen und jetzt werde ich mich ein bisschen schminken. Ich benutze wirklich nicht viel Schminke, aber damit ich mich ein bisschen frisch fühle. Als nächstes benutze ich dann noch einen Bronzer. Ich bin einfach sehr, sehr blass und ja, der bringt mir so ein bisschen Bräune ins Gesicht. Jetzt noch ein bisschen meine Augenbrauen. Bevor ich meine Augenbrauen durchkämme, gebe ich noch so ein Gel grob mit rein. Und dann kämme ich die mit so einem Bürstchen durch, so ein bisschen nach oben. Und so sehen dann meine Augenbrauen aus. Dann benutze ich hier noch so einen Lidschatten als Highlighter im Augeninnenwinkel, unter der Augenbraue und ein bisschen auf der Nase. Das war ein bisschen zu viel. Jetzt kommen wir zu dem Part, der am längsten dauert. Mein Make-up bis jetzt hat vielleicht 2-3 Minuten gebraucht und jetzt kommen wir zum Teil, der am längsten braucht, und zwar Mascara. Da nehme ich mir immer extra viel Zeit, damit es sehr ordentlich wird, weil ich finde, bei mir macht Mascara den größten Unterschied. Zum Schluss dann noch Lippenpflege und ein bisschen Lipgloss und fertig.
Also es hat wirklich nicht lange gebraucht, aber ich finde schon, dass man einen Unterschied sieht. Ich sehe jetzt einfach ein bisschen frischer aus. So, wir sind jetzt nochmal draußen mit den Hunden und gehen nochmal eine kurze Runde. Und wir haben für Nala ein neues Geschirr geholt, weil davor hatte sie so ein Halsband. Mal gucken, was Angelina später sagt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber Nala trägt sich selber an der Leine. Nala, ich weiß nicht, ob man das sieht. So, die beiden toben sich jetzt nochmal im Garten aus. Wir haben einfach ein Vogelnest hier gefunden und guck mal, da ist einfach Plastik mit reingebaut. Ist da was drin? Weiß ich nicht. Glaub. Aber ist, glaube ich, noch zu früh, oder? Max ist jetzt nochmal kurz unten und ich werde einmal durch die Wohnung gehen und so Sachen aufsammeln, die liegen geblieben sind und die nicht dahin gehören, wo sie eigentlich hingehören. Die Küche habe ich ja schon vorhin aufgeräumt und jetzt kommt dann ein bisschen der Rest und dann muss ich euch oben nochmal unbedingt einen Raum zeigen. Der sieht absolut Katastrophe aus. Dieses Stativ zum Beispiel gehört hier überhaupt nicht hin. Die Ecke ist schon mal wieder ordentlich. Die Ecke ist auch wieder recht ordentlich. Ich habe momentan noch so viele Blumen. 1, 2, 3, 4 Blumensträuße. Aber ich liebe es. Das sieht total schön aus. Das Badezimmer ist auch wieder ordentlich. Und jetzt kommen wir in die Chaos-Etage. Hier oben einfach. Also da schläft momentan die Angelina. Aber guckt euch einfach das mal an. Ich will auch gar nicht zu viel zeigen. Dazu wird noch ein extra Video online kommen. Aber es wird nichts so stehen bleiben, wie es hier oben stand. Auch nicht im Büro. Da wird auch sehr, sehr viel umgestellt. Ich bin schon gespannt. Dazu kommt dann aber auch ein extra Video. Hier schläft ja Angelina. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch erzählt hatte, aber Angelina übernachtet für ein paar Tage bei uns. Und sie ist momentan halt in der Schule. Und währenddessen passen wir dann auf Nala auf. Also wir haben keinen zweiten Hund, weil ich hatte auf Instagram auch schon ein paar Fragen bekommen. Genau, so sieht's aus. Und Angelina sollte dann auch bald wieder von der Schule kommen. Leo liegt hier gerade in seinem Bettchen. Guck mal, seine Zunge. Hat sich das Spielzeug von Nala geklaut und liegt jetzt hier im Bett. Er chillt. Oh, jetzt kommt auch Nala. Sie hat auch gerade eben noch gechillt. Ich bin die ganze Zeit am Laptop und schneide ein Video. Und ich habe gerade gehört, dass die Wäsche fertig ist und die darf ich jetzt aufhängen. Und fertig. Was sehe ich denn da? Hat da jemand wieder Hunger? Was ist denn du? Ich probiere nur. Ich will auch. Sind die lecker? Was ist das hier? Ich finde es lecker. Hab da eine kleine Frage. Was machen wir eigentlich heute zum Mittagessen? Ich hätte wieder Hunger. Echt? Ja, ich meine, jetzt haben wir gefrühstückt und fertig gemacht und so. Also aber erst mehr. Später, oder? Ich glaube, ich mache eine Bowl machen. Eine Bowl. Mit Gemüse. Tofu und Gemüse. Okay, Leo hat sich doch nochmal umgelegt in sein Bettchen. Das sieht so süß aus. Warte, ich muss kurz ein Instagram-Bild machen. So, Bilder sind gemacht. Das sah richtig süß aus. Auf jeden Fall würde ich das Video an dieser Stelle beenden. Das war es eigentlich mit unserer Morgenroutine. Sie sieht auch jeden Tag so ein bisschen anders aus. Aber grundsätzlich stehen wir halt auf, gehen mit Leo raus, machen uns fertig, essen was. Und dann macht so jeder seine Dinge. Ich zum Beispiel habe jetzt Video geschnitten. Max schneidet auch gerade ein Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!